Herr Hannemann, ich möchte von ganzem Herzen meine Glückwünsche zu Ihrem Ehrentag überbringen. Lassen Sie das, Johann, mir ist heute nicht nach Feiern. Aber Herr Hannemann... Schluss, aus, vorbei, Ende Geburtstag. Wow, was ist denn das für eine Schnalle? Diese Schnalle ist meine Tante Jutta aus Kalkutta, die mich finanziell unterstützt. Nur dieses Jahr hat sie mich vergessen, dieses blöde Huhn. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich warne dich. Wenn du jetzt auch noch anfängst zu singen, erschlage ich dich mit Johanns Kuchen. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt? Das liegt mit Sicherheit an seiner Tante Wanda aus Uganda. Tante Jutta aus Kalkutta. Wer? Darf ich vorstellen? Laurenz Nicolin, ein Freund von mir und Schauspieler. Und das ist Freddy, ein Bedürftiger. Und wie oft soll ich Ihnen eigentlich noch sagen, dass ich dieses Bild dieser hässlichen alten Franzi abbrechen soll? Wie meinst du das? Tante? Du? Was passt dir denn nicht an diesem Bild? Ich meine nicht dieses Bild. Johann, was machen Sie denn da? Ich meine dieses Bild da hinten. Das ist doch ein Spiegel. Ja, also, ja, ich erschrecke immer darin, wenn ich Johann sehe, weißt du? Also, du bist ja noch ganz durcheinander. Freust du dich so, mich zu sehen? Und wie? Ist das nicht eine grandiose Geburtstagsüberraschung? Deine Frau war genauso überrascht wie du. Ja, das glaube ich. Wer? Natürlich deine Frau. Deine Nicole. Meine Nicole. Hast du denn schon mit ihr geredet? Ja, aber natürlich. Wir haben schon sehr nett miteinander geplaudert. Ach ja? Ja. Herzchen. Mein Herzblatt. Mein Bornen. Mein Seelenschnäuzchen. Spiel mit. Es läuft doch alles prima. Ich hab dich ja so vermisst. Ja, ich hab dich auch vermisst, meine Zuckerrübe. So ein nettes Pärchen. Thomas hatte ich nicht recht, als ich sagte, du müsstest heiraten. Ja, er ist ja so glücklich. Ach, ja, das will ich schließlich hoffen. So eine Frau hat nicht jeder. Nein, so eine Frau hat nicht jeder. Jetzt müsst ihr mal aber schon mal verraten, wer mit wem und wie. Also Schwiegervater, das ist doch ganz einfach. Ich bin dein Schwiegersohn Thomas. Ist manchmal ein bisschen... Ja, die kenne ich doch. Ja, und ich bin deine Tochter Nicole. Und das ist dein Enkel Amadeus. Ja, jetzt kommt's mir knapp langsam. Und ich bin die Tante von Thomas. Tante? Ja, von der ich dir schon immer so viel erzählt habe. Die Tante Anna aus Havanna. Tante Jutta aus Kalkutta. Thomas? Tante? Nicole? Thank you.
Taxi. Natürlich. Sehen Sie doch das Näschen. Ja, und die kleinen Märchen. Genau wie der Thomas. Thomas? Was für ein Thomas? Was für ein Thomas? Herr Hannemann natürlich, der Vater des Mädchens. Hannemann, dieser Mistkerl? Ja, also erlauben Sie mal, wie sprechen Sie denn von meinem Neffen? Sie wissen ja nicht, was ich sage. Ich weiß ganz genau, was ich sage. Und zwar, dass Hannemann zu 100% nicht der Vater dieses Kindes ist. So. Wer ist dann der Vater? Ja, Johann natürlich. Wie bitte? Ja, sicher. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich war schließlich dabei. Amanda ist nicht dein Kind. Ist sie nicht? Deine Frau hat dich betrogen. Betrogen? Ja, ich war nicht krank. Ja, mein Schatz, es ist wahr. Und weißt du auch, mit wem? Mit wem? Mit Johann. Mit Johann? Ja, es tut mir so leid, mein Schatz. Ein nackter Pinguin. Jesus! Komplett blau. Bestimmt nicht. Wenn hier eine blau ist, dann der. Ich würde sagen, trinken wir einen. Nicht, sie sind blau. Ihre Aura. Cheers, Laura! Laurenz, und was für ein Theater, meint sie? Ja, weißt du, Tantchen, es ist so... Laurenz, lass gut sein. Was soll's? Ich hoffe, Jackie hatte recht und die Wahrheit siegt am Ende. Tante, ich muss dir ein Geständnis machen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Das ist nicht meine Frau Nicole, sondern Laurenz Nicolin, ein Freund von mir.